Willkommen zurück, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen in der deutschen Fortszene. Lang schon nicht mehr gesagt, fällt mir gerade auf. Zu einem weiteren Rank Replay Cast. Heute mit eurem Host Salzwerk. Icke, jawohl, da sind wir wieder. Auf der linken Seite spielt heute Eaton mit Pinchfist. Der hat uns auf dieses Replay wieder zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür, Eaton. Und er spielt heute gegen Firework mit Pinchfist, beziehungsweise Geizhals. Bin ich sehr gespannt, was wir heute sehen werden. Es sieht so aus, als würden beide Spieler den Raketenrush spielen oder T2-Technologie. Der Anfang ist da immer etwas, ja, gleich. Aber die Mine wird hier verdächtig unterm Fort platziert. Das heißt, der Platz für die beiden Schwarmraketen-Launcher ist noch freigehalten für beide Spieler. Das heißt, die könnten hier beide für den Schwarmraketen-Rush gehen. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Ja, da ich den ja selber gerne spiele. Wie der hier von beiden Spielern umgesetzt werden wird. So, Werkstatt jetzt gleich für beide Spieler fertig. Spannung. Schwarmraketen. Jawoll. Das wird ein Ackermatch. Liebe Zuschauer, ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Eaton. Ich weiß nicht, ich hatte Eaton gefragt, ob ich, er ist ja Amerikaner, ob ich hier Subtitle für selber machen soll, weil die von Google erzeugten sind obviously, ja, sind bad. Ja, okay, von daher habe ich ihn gefragt, ey, yo, Eaton, soll ich hier Subtitles machen? Für dich, falls du das Video sehen willst. Das heißt, Eaton, wenn du jetzt gerade zuguckst und ich Subtitles gemacht hast, hey, herzlich willkommen zur Familie auf dem Kanal. Hallo und danke für das Replay auf jeden Fall. Ja. Upgrade Center. The Firework. Aber nicht für Eaton. Der behält hier seine Werkstatt und verkauft sie nicht, wie man es normalerweise macht, wie ich es normalerweise mache, wie Firework es hier gemacht hat, für das Upgrade Center. Und wir sehen bei beiden Spielern eine Buzzsaw. Bin ich auch. Sehr gespannt. Firework feiert jetzt hier aber nicht seine Buzzsaw, genau wie Eaton sich auch noch etwas Zeit lässt mit der Buzzsaw. Der könnte hier oben die Energieproduktion von den jeweils anderen Spielern, wenn sie frühzeitig fertiggestellt werden würde, vernichten. Beide Spieler entscheiden sich aber, das hier direkt zu reinforcen. Und da kommen jetzt die Schwarmraketen auf die Energieproduktion von Firework in Kombination mit der Kreissäge, denn Firework wehrt sich hier mit etwas Vordergrundverstrebung, Verzeihung, vor seinen Windturbinen. Das Ganze klappt jedoch, klappt jedoch nicht von Eatons sich aus betrachtet. Der verteidigt jetzt sich hier mit der gleichen Methode, verkauft wieder die Vordergrundverstrebung, die da nicht zerstört wurden, und schießt zurück mit seinen Schwarmraketen. Mittlerweile für Firework das erste Upgrade. Der Peacekeeper wird bald ready sein. Wir drücken mal F8. Ich weiß nicht, wie lange wir zum Upgrade brauchen, aber 30 Sekunden? 30 Sekunden waren es, glaube ich. Von daher, oder ein bisschen länger. Ne, 30 Sekunden sind es, meine ich. Oder länger? Ne, länger. Sieht länger aus. Ja, sieht länger aus. Ne, oder? Wir gehen hier mit 30 Sekunden. Auf geht's. Was soll's. Jetzt! Hier wieder der Versuch von Eaton, sich mit der Vordergrundverstrebung zu verteidigen. Das klappt aber nicht. Die wird da irgendwie abgerissen und die Schwarmraketen von Firework zerstören jetzt zwei Windturbinen von Eaton. Und die dritte wird vom Sniper noch ausgeschaltet. Das ist bitter für Eaton. Der hat jetzt hier keine Energieproduktion mehr und auch keinen Weg, sich effizient neue aufzubauen. Denn die werden von Firework immer wieder eingerissen werden. Der hat hier noch zwei Windturbinen und besorgt sich jetzt eine Guido-Kompanie. Da kommt der kleine Turm. Ich brauche einen Namen für diesen Turm, wenn ich es mir so recht überlege. Der braucht einen besonderen Namen. Das will Eaton natürlich nicht. Das heißt, der Sniper versucht jetzt hier die Garys, die Guidos. Ah, verdammt, ich habe schon wieder gesagt, die heißen nicht Guidos, die heißen Garys. Nein, die heißen andersrum. Verdammt, egal. Warhead jetzt hier kollidiert mit Eatons Ford, macht massiven Damage am Core. Der hat jetzt wahrscheinlich noch, ja, roundabout 10-15%. Schwierige Geschichte. Kann er das Game hier nochmal drehen? Wir sind erst bei 4 Minuten. Ich bin gespannt, was passieren wird. Liebe Zuschauer, 4 Minuten 30. Und der erste Warhead von Firework hat hier connected. Die Kombination mit den Schwarmraketen scheint häufiger gespielt zu werden als zwei geupgradete Warheads. Eaton hat jetzt hier mittlerweile auch ein Upgrade Center upgraded. Damit den ersten Warhead und der Sniper Exchange geht hier zugunsten von Eaton aus, zerstört also Fireworks Sniper. Und könnte jetzt hier langsam anfangen, die Guido-Kompanie von Firework auszuschalten, hat aber anscheinend gerade andere Probleme, und zwar die der Energieproduktion.
Zwei neue Windturbinen für Eden jetzt. Ja, was würde als nächstes passieren? Firework feuert seine Raketen. Eden versucht sich ein bisschen mit, ja, Woodspam zu verteidigen. Bin ich sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Und ja, das war sehr effektiv. Hat hier auf jeden Fall funktioniert, wird jetzt wieder verkauft, damit die Energieproduktion wieder ermöglicht wird. Hätte da nicht den R-Key spammen müssen, eigentlich. Und Firework hat jetzt hier zwei Gunner geupgradet zu Minigunnern. Das hat Eden natürlich gerochen und zerstört jetzt die Gunner schnell. Und der Sniper Exchange geht diesmal zu Ungunsten von Eden aus. Das heißt, er verliert hier seinen Sniper und kann nicht mehr die Guido-Kompanie von Firework behelligen. Der feuert jetzt seine Schwarmraketen in Kombination mit dem Warhead ab und die treffen hier wieder auf den, ja, gekünstelten, würde ich einfach mal sagen, auf den gekünstelten Woodspam von Eden, der hier verhindern soll, dass der Warhead Schaden, Splash Damage auf Edens Core macht, was auch gut funktioniert. Und da, also das habe ich absolut drauf gesehen. Shiri, Zeitlupenwiederholung. So, das muss ich mir mal kurz aufschreiben. 6 Minuten, naja, damit wir die Zeitlupe nicht vergessen, liebe Zuschauer. So, Eden verliert jetzt hier wieder seinen Sniper, aber er hätte eigentlich den von Firework ausschalten sollen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also, das sah von meinem Augenwinkel fishy aus. Ja, also, wisst ihr Bescheid. Jetzt. Peacekeeper von Firework auf Eden Space trifft auf gekünstelten Woodspam, von daher kein massiver Schaden. Könnte wieder verkauft werden und Firework upgradet jetzt seinen zweiten Schwarmraketenwerfer zum Peacekeeper. Hat mittlerweile eine beträchtliche Guido Company plus 2 Minigunner im Spiel. Das heißt, wenn Eden sich jetzt hier eine Verteidigung zulegen wollen würde, er hat nicht wirklich die Wahl. Die Möglichkeit dazu, nicht die Wahl, das rede ich. Er hat nicht wirklich die Möglichkeit dazu, denn die Minigunner von Firework können hier den Woodspam easy beseitigen. Und ja, das sieht sehr interessant aus von Eden. Bin ich sehr gespannt. Bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt, wer dieses Match heute für sich entscheiden kann. Das letzte ging ja glorreich zugunsten von Eden aus. Zwei Peacekeeper jetzt von Firework. Der erste kann vernichtet werden von Eden. Der zweite connected hier nur auf den gekünstelten Woodspam. Auf die großen Boxen. Der Splash Damage wird dadurch wieder mal verhindert. Kreissäge trennt jetzt hier den kleinen Rüssel, den sich Firework zugelegt hat und in dem zwei, drei Gunner saßen. Das sind, man muss einmal sagen, das sind, ja, 300 Metallzöcker mit den Streben. Puh, das war knapp. Das war echt knapp. Firework schafft es jetzt hier mit der Minigun noch in letzter Sekunde den Warhead von Eden abzuwehren. Der hätte da auf jeden Fall massiven Schaden gemacht, je nachdem, wo er eingetroffen wäre. Hätte da oben so bei den Windturbinen /Sniper eingeschlagen, dann wäre das vielleicht sogar das Ende gewesen für Firework. Der schießt jetzt seine zwei Warheads ab und die treffen parallel gleichzeitig auf den Woodspam von Eden ein. Das heißt, der verteidigt jetzt hier wieder sehr effektiv Edens Base. Sniper Exchange, ja, ein bisschen zu tief gezielt von Eden, schließt jetzt hier die Tür, wieder Sniper-Versuch und Firework verliert jetzt hier seinen Sniper. Hat aber einen zweiten Sniper on top am Start, den Eden hier natürlich jederzeit ausschalten kann, etwas zu spät. Und da schaltet er auch den zweiten Sniper von Firework aus. Guido Company wird jetzt hier ins Leben gerufen, nachdem die Sniper von Firework ausgeschaltet wurden. Und der Firework hat sich jetzt einen Flakbereicher. Da bin ich ja mal gespannt, ob das eine Shotgun werden soll. Oder ob das Verteidigung ist. Wahrscheinlich nicht Verteidigung. Die wird jetzt hier vom Dach gesniped von Eden. Und das war es mit dem Shotgun Dream von Firework. Wenn man ihn mal so bezeichnen möchte. Und jetzt baut Eden hier wieder etwas Verteidigung vor seiner Base gegen die Warheads und der eine wird zerstört und der andere connected wieder nur in den gekünstelten Woodspam. Das heißt, Eden schafft es hier sehr effektiv, sich gegen die beiden Warheads zu verteidigen. Und jetzt wird aber der Sniper von Eden zerstört. Das heißt, Eden kann jetzt hier nicht zum Counter, zum Gegenschlag ausholen. So heißt es auf Deutsch. Zumal der wahrscheinlich auch nicht durchkommen würde, denn Firework hat hier sehr viel Verteidigung aufbauen können im Verlauf des Spiels. So, Schluck Wasser. Es geht runter wie Balsam, wenn man so viel redet. Ich sage euch. Trinkt Wasser.
Stay hydrated, meine People. Eden tastet sich jetzt hier langsam vor, Schuss für Schuss mit dem Sniper und zerstört die Guido Company, schließt immer wieder seine Tür. Firework hat aber zurzeit keinen Sniper, von daher kann Ethan hier etwas mehr testen und trennt jetzt hier den Turm und zerstört damit, was wurde da oben gebaut, wieder eine Shotgun, glaube ich. Auf jeden Fall, nee, ein Smoke Launcher, sonst wäre da ja kein Smoke und der verhindert hier, dass Firework seine Base löschen kann. Na, schwierig, vielleicht bricht da sogar etwas zusammen, das wäre bitter für Firework. Der schafft es hier aber, seine beiden Nukes zu feuern und der Gunner von Eden ist etwas drunk. Der Guido, der hatte ein bisschen zu viel Quas gestern. Wer den versteht, der, ja, der kriegt auf jeden Fall Merch, wenn ich irgendwann mal Merch habe von mir zugesandt. Also, wenn mir jemand da die Verbindung in die Kommentare schreiben kann. Der kriegt das erste Merch-T-Shirt zugeschickt. Oder beziehungsweise das zweite. Das erste ist schon reserviert. Grüße gehen raus, MZ. So, Eden jetzt hier mit seinen Warheads. Konnte etwas Schaden an Firework Space machen. Die Guido Company wurde da komplett vernichtet. Er hat jetzt nur noch einen Guido oben mit einer Tür gesichert und einen Minigun. Und jetzt wird wieder eine Flak von Firework ausgeschaltet, der kann sich hier nicht wirklich eine Shotgun oder einen Smoke Launcher zulegen, denn die Kreissäge oder der Sniper von Eden machen hier ordentlich Schaden an Firework Space, beziehungsweise versauen ihm hier seine Zukunftspläne. Und jetzt hat Eden mittlerweile auch einen Minigunner, bin ich sehr gespannt, was er damit jetzt vorhat. Er feuert zuerst die Schwarmraketen, um jetzt wahrscheinlich die Gunner von Firework auszuschalten, aber da kommt nicht wirklich viel Gegenwehr zurzeit, weil die Gunner noch nicht fertig sind und jetzt wird der Warhead auch von den Gunnern, aber zur Not auch mit der Minigun von Firework vernichtet. Jetzt zwei Warheads inklusive Smoke von Firework können hier zerstört werden von der Minigun von Eden und den zwei Guidos, die da unten in ihrem Kabuff sitzen und in den Himmel starren und Ausschau nach Warheads halten. Eden jetzt hier mit den Schwarmraketen zerstört nicht wirklich sonderlich viel. Der Peacekeeper, wenn der jetzt durchkommt, dürfte da schon sehr viel mehr Schaden machen. In Kombination mit der Kreissäge schafft es hier aber jedoch nicht, den Turm zu zerstören. RNG und die Guidos treffen nicht ihr Ziel und damit ist nicht nur der Sniper und der Minigunner und die Flak futsch, sondern auch eine Energie, eine Windturbine. Und ich weiß nicht, ob da unten noch etwas explodiert ist. Sieht nicht so aus. Auf jeden Fall massiver Schaden für Firework. Und das ist jetzt hier der Game Changer für Eden, der jetzt hier die Map Control gewinnt und einen Peacekeeper abfeuert, während er den zweiten mittlerweile upgradet. Und wenn dieser Peacekeeper connected und der zweite da auf Fireworks Base prallt, könnte das langsam aber sicher das Ende für Fireworks sein. Kann der hier noch ein Comeback landen? Liebe Zuschauer, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen, ich bin sehr gespannt. Weiterer Warhead von Eden in Kombination mit der Kreissäge versucht jetzt hier den Woodspam zu zerstören und der Warhead wird da oben eintreffen und den Sniper zerstören. Schwierige Lage für Firework. Der muss sich jetzt hier was überlegen, um das Comeback zu landen, aber es sieht einfach nicht gut aus. Minigun von Eden zerstört jetzt hier die letzte Windturbine von Firework. Der wird auf jeden Fall nie wieder eine Chance haben, seine Warheads zu feuern, so wie es derzeit aussieht. So, jetzt Pinchfist-Fähigkeit, um die Kosten zu reduzieren, die Energiekosten für die beiden Warheads. Und die werden jetzt in Kombination abgefeuert mit der Kreissäge, zerstören den Woodspam. Und das dürfte das Ende für Fireworks sein. Liebe Zuschauer, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen, das war ein Match von Eden. Ein glorioses Comeback von Eden gegen Firework. Pinchfist gegen Pinchfist.